Ja, wenige Tage vor dem Topspiel gegen den HSV will der SV Darmstadt 98 die finale Vorbereitung mit einem Testspiel abschließen. Die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht hat ja den FC St. Pauli als Spitzenreiter der zweiten Liga abgelöst. Jetzt soll auch gegen die nächste Hamburger Mannschaft die Tabellenführung verteidigt werden. Dabei verändert Lieberknecht seine Startelf auf zwei Positionen im Vergleich zum 2:0 Auswärtssieg in Ingolstadt. Seidel und Schnellhardt ersetzen Skarke und Jasula. Und die Lilien legen auch munter los, 5. Minute. Aaron Seidel tankt sich da schön durch und hat dann das Auge für den mitgelaufenen Pfeifer. 1:0 für Darmstadt. Das ging alles etwas zu schnell für den Regionalligisten aus Homburg. Luca Pfeifer steht am Ende genau da, wo ein Torjäger zu stehen hat. In der Folge hat Darmstadt zwar deutlich mehr Ballbesitz, wirkliche Großchancen springen dabei allerdings nicht heraus. Stattdessen wagt sich jetzt auch mal Homburg in den gegnerischen 16er. Okita Sombo sucht und findet in der Mitte Sanko. Der Pfosten steht im Weg und auch der Nachschuss geht über den Kasten. Das war die beste Chance für den Regionalligisten im gesamten ersten Durchgang. Kurz vor der Pause kombiniert sich nochmal Darmstadt nach vorne. Das ist Melem, der spielt im Fallen weiter zu Tietz. Allerdings zählt der Treffer nicht wegen einer Abseitsposition des Stürmers. Stattdessen gibt es aber einen Elfmeter, weil Melem zuvor klar gefoult wird. Der vermeintliche Torschütze tritt selbst an. Philipp Tietz, 2:0 Darmstadt. Ganz cool verwandelt. Damit trifft auf Seiten der Lilien das beste Sturmduo der zweiten Liga, Luca Pfeifer und Philipp Tietz, zur 2:0 Pausenführung. Lieberknecht wechselt dann nach dem Seitenwechsel seine komplette Mannschaft aus, aber auch die elf Neuen brauchen keine lange Anlaufzeit. Braden Manu mit einem schönen Solo, sein Abschluss ist dann aber etwas zu unpräzise. Nach 75 Minuten hatte Darmstadt das Spielgeschehen eigentlich im Griff, dann aber Müller mit diesem Fehlpass und plötzlich steht es nur noch 1:2. Patrick Dulek bedankt sich bei diesem Aussetzer in der Hintermannschaft der 98er. Morten Behrens ist zwar mit den Fingerspitzen noch dran, kann ihn aber nicht mehr entscheidend klären. Die Reaktion der Lilien folgt jedoch keine 2 Minuten später. Ecke von Selic, Homburg bekommt den Ball nicht geklärt. Darmstadt setzt nach und über Umwege landet der Ball wieder bei Nemanja Selic und dessen Flanke findet am langen Pfosten Clemens Riedel die Entscheidung in dieser Partie. Die Lilien bleiben in dieser Szene sehr geduldig. Erst dadurch wird Selic diese feine Hereingabe ermöglicht. Und auch die letzte Szene dieses Testspiels gehört nochmal dem Tabellenführer. Honsack mit einem schönen Solo und Sessai schiebt ein. Es geht aber erneut die Fahne des Assistenten hoch. Deshalb zählt auch dieser Treffer nicht. Am Ende bleibt es damit beim 3:1 für den Zweitligisten. Darmstadt 98 zeigt sich gewappnet für das Spitzenspiel gegen Hamburg.